Grüezi miteinander und willkommen zu der heutigen Ausgabe vom Info-Ete hier auf Telebilenk. Schön, dass Sie eingeschaltet. Ja, wäre ich ein Hirsch oder vielleicht auch ein Wildsau, der vom Jura ins Mittelland traversieren möchte, dann würde ich mir die Frage stellen, wie komme ich sicher über diese Autobahn hinein? Und da sind wir schon beim Thema des Tages, weil wir widmen uns heute der Wichtigkeit von ökologischen Infrastrukturen. Aber bevor wir starten, sehen Sie jetzt, was heute Schlagzeilen gemacht hat. Ja, wir sind hier auf dem Wildtierkorridor in Bötzingen und mein heutiger Interviewgast ist der Leiter der Abteilung Naturförderung vom Kanton Bern, der Urs Känzig. Ja, die Planung und die Umsetzung, oder bei der Planung und bei der Umsetzung von so einer ökologischen Infrastruktur sind oft alle Regierungsebenen involviert, Bund, Kantone und diverse Gemeinden. Und das kann durchaus komplex sein. Unter anderem über das rede ich eben mit dem Urs Känzig nachher im Interview. Aber zuerst gibt es jetzt für Sie die Nachrichten vom Tag. Ja, bei mir ist jetzt der Urs Känzig, Leiter von der Abteilung Naturförderung vom Kanton Bern. Herr Känzig, wir stehen hier sozusagen auf der Autobahn und auf dem Eisenbahngleis, auf einem Wildtierkorridor. Erklären Sie kurz, wie funktioniert so ein Korridor genau? Also man kann das echt vergleichen mit dem, da, wo wir hier eben drauf stehen. Hier haben wir eine Autobahn für uns Menschen. Und von hier, vom Jura Richtung Mittelland, haben wir jetzt auch eine Autobahn für die Wildtiere, vor allem für die hochmobilen Arten, Wildsau, Hirsch, Reh, so sättige Viecher, die eben im Jahresverlauf ihre Lebensräume wechseln. Und die brauchen genauso Infrastruktur wie wir eigentlich Menschen auch. Und kann man das sagen, wie viel gibt es hier in der Region von solchen Korridoren? Also da gibt es ein relativ dichtes Netz. Das könnt ihr auf dem Geoportal vom Kanton Bern mal anschauen, im Sachplan Biodiversität. Aber ein bisschen weiter unten hat es, ein bisschen weiter oben hat es. Gut, bei der Stadt wird es ein bisschen schwierig. Und genau das ist ja eigentlich das Problem, dass die Siedlungsräume zusammenwachsen. Und darum braucht es so Brücken, die hier helfen. Sie tönen so, die Siedlungsräume die wachsen zusammen, respektive auch der ökologische Raum der wird kleiner. Inwiefern stellt das eben ein Problem dar für Tiere, die hier genau würden, jetzt vom Jura ins Mittelland traversieren? Also die brauchen ja eigentlich eine Art Minimallebensraumgrösse, dass sie genug Futter haben, dass genug Tiere von der gleichen Art herum sind, dass es nicht irgendwie Degenerationen gibt und so. Und dann leben sie vielleicht auch im Sommer und im Winter nicht am gleichen Ort. Also die müssen nachher können zirkulieren. Und wenn das nicht möglich ist, gehen die Populationen zurück, dann fallen die zusammen und dann haben wir ein Verschwinden. Wir stehen hier sozusagen auf einer nationalen Autobahn, die gerade unter uns durchführt. Welche Regierungsebenen sind hier alle involviert in der Umsetzung und auch in der Implementierung von so einem Wildtierkorridor? Also wir haben ja in der Schweiz drei Organisationsebenen, nämlich Bund, Kanton und Gemeinden. Und das ist hier eigentlich alle drei Stufen sind eigentlich gefordert. Aber hier ist jetzt der Lead auf der Autobahn, auf der Eisenbahn ist klar beim Bund. Und wir vom Kanton sind nachher eigentlich die, die dann müssen schauen, dass das so tatsächlich umgesetzt wird. Hier sind die Gemeinden jetzt bei diesem Objekt hier eher marginal drinnen, hingegen bei den Fortsetzungen in die Landschaft raus, dort kommt den Gemeinden eine wichtige Funktion zu. Sind alle drei Regierungsebenen involviert? Mal Hand aufs Herz, wie kompliziert ist es, dass wir alle zusammen einen Mittelweg finden für eine solche Umsetzung? Und vor allem, wie lange dauert das, der Prozess? Es ist kompliziert, es braucht ganz viel guten Willen von allen. Durchhalten wollen und das kann Jahrzehnte dauern, bis so etwas zum Fliegen kommt. Ja. Sie sind so. Biologe, haben ganz engen Draht zu der Natur. Wie frustrierend ist es vielleicht auch manchmal, eben wenn das, Sie haben es gesagt, 10 Jahre oder noch länger dauert, bis man so etwas Wertvolles auch für die Natur kann umsetzen kann? Ja, eben, also es ist wie für jeden Bauherr, oder? Also einer, der eine Seilbahn bauen will, der muss manchmal schon auf Bewilligungen, weiss nicht wie viele Jahre warten. Wir haben das gleiche Problem. Also von dort her, es braucht auch in der Schweiz, weil wir so eine hohe Regelungsdichte haben, weil wir aber auch so dicht besiedelt sind, braucht es halt einfach Zeit, es braucht Durchhaltewillen. Ein Wildtierkorridor ist ja einfach ein Thema. Sie befassen sich mit ganz vielen ökologischen Infrastrukturen. Mit was für Dossiers, Themen, Problemen auch befassen Sie sich aktuell gerade hier in der Region? Also in der Region ist eben die ökologische Infrastruktur ist eins, also sprich die Kerngebiete mit Korridoren miteinander zu vernetzen, damit wir ein funktionierendes System haben. Das ist ein Dossier, das der Bund von uns erwartet, dass man da vorwärts macht. Ein anderes Dossier ist
Das, was der Grossrat jetzt da gerade letzte oder vorletzte Woche eigentlich hat den Auftrag erteilt, ist Neobiota. Also, dass man denen sich widmet, die Anführungszeichen. Nachher geht es natürlich immer darum zu schauen, das, was schon besteht, die Naturschutzgebiete, die wir schon haben, dass die, oder die Flächen, die naturnah sind, dass die weiterhin die Qualitäten haben, die sie haben. Also verschiedenste Themen. Eins, das man immer wieder hört, sind invasive Pflanzen. Inwiefern gibt es das vielleicht auch gerade hier, wo wir uns befinden? Also hier haben wir jetzt gerade Schwein, da sehe ich gerade nichts. Das haben sie offenbar einerseits mal gute Mischung angesagt, andererseits ist der Unterhalt offenbar, der gut funktioniert. Aber wenn wir da ein bisschen weiter runtergehen, dann würden wir ganz sicher Goldruten sehen, Sommerflieder sehen. Also da hätte es dann schon ein paar, die man eher zupfen würde. Ja, eine von diesen neuen gebietsfremden invasiven Arten, die gerade kürzlich in der Region auftaucht ist, ist eben so eine invasive Muschel. Und genau dem widmen wir uns jetzt in unserer Reportage. Es sind hauptsächlich die Schiffe, die die problematische Guacamuschel in den Bielersee haben eingeschleppt. Die invasive Muschel bleibt am Schiffsrumpf haften. Und wenn die Schiffsbesitzer von See zu See fahren, tragen sie dazu bei, dass sich die Muschel schweizweit verbreitet. Darum schlägt der Bund den Kanton vor, eine Sensibilisierungskampagne zu starten. Wie man sagt, also die Quagga ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden sie sicher nicht los in einem See, wo sie schon mal drin ist. Und wir müssen wirklich alles daran setzen, dass wir sie nicht in anderen Seen haben, wo wir sie jetzt noch nicht haben. Und da müssen wir wirklich jetzt einfach an Bootsbesitzer appellieren, Wassersportfans, dass sie mit ihren Booten und Stand-up-Paddle, Wanderboot, dass sie die wirklich putzen und trocknen. Guten Tag. Der Markus C. reist heute Morgen von einem Hafen zum anderen und bittet die Hafenwärter darum, die Bootsbesitzer zu sensibilisieren. Der Hafenwächter zu Mörigen geht der Bitte nach. Trotzdem ist es ihm unmöglich, eine systematische Kontrolle von allen Booten zu organisieren. Ja, ich bin natürlich auch nicht immer vor Ort. Ich bin auf der ganzen Anlage unterwegs. So rausfahren können sie selbstständig. Da müssen sie sich bei mir nicht mehr melden. Und dann können wir natürlich die Leute manchmal schon davon, ohne dass sie etwas merken davon. Auch der Energieservice Bio nimmt die problematische Guacamuschel ernst. 92% des Trinkwassers, das der ESB an die Bevölkerung liefert, kommt aus dem Bielersee. Aber die Guacamuschel verstopft Wasserleitungen. Die einheimischen Muscheln wie die Zebramuscheln machen das nicht. Sie tut auch auf sich selber oben siedeln. Das heisst, es gibt nicht nur eine Schicht Muscheln, sondern es gibt Schicht um Schicht um Schicht Muscheln. Und das kann sich auch eine Leitung komplett zuwachsen. Und ganz zu schweigen von den Larven. Wenn die durch das Filtersystem kommen, dann muss man sie mit Chemikalien eliminieren. Und für auf Chemikalien zu verzichten, will der ESB eine Ultrafiltermembrane und ein Reinigungssystem installieren, das Wasserleitungen vom See putzt. Durch einen sogenannten Zapfen, den man dort durchstößt, mit Wasser, wo dann die Muschellarven mechanisch entfernen. Das ist ein Projekt, das wir jetzt gerade am entwickeln sind. Die Arbeiten sind Teil einer Erneuerung des Seewasserwerks Zipzach. Weil sich die Guacamuscheln so schnell ausbreitet, hat der ESB entschieden, schon nächstes Jahr mit den Arbeiten anzufangen. Von Seite des Kantons Bern zweifelt Markus C. an die Sensibilisierungskampagne. Er hofft, dass auf nationaler Ebene Massnahmen ergriffen werden, für einen schweizweit organisierten Kampf gegen die Guacamuscheln zu führen. Zurück hier auf dem Wildtierkorridor in Bötzing. Und bei mir ist immer noch der Leiter der Abteilung Naturförderung vom Kanton Bern, der Urs Kenzig. Herr Kenzig, hat die Natur hier in der Region und auch im Kanton Bern aktuell genug Spielraum, Platz, um sich zu entfalten? Also, wenn man schaut, was die Wissenschaft sagt, muss man sagen, nein. Aber ich glaube, da muss man regional differenzieren. Also, ich glaube, im Oberland sieht es nicht so schlecht aus, im Jura. Ja, da gibt es schon noch Defizite, aber Handlungsbedarf besteht natürlich schon vor allem im dicht besiedelten und intensiv genutzten Mittelland. Also dort ist der grösste Handlungsbedarf. Ja, Erkenntnis und ein Thema für die Förderung der Biodiversität und der Artenvielfalt ist auch immer das Naturschutzgebiet, auch der Kanton Bern. Macht immer wieder oder hat schon diverse Naturschutzgebiete. Ist denn aber das die einzige Lösung oder die einzige richtige Lösung, um eben genau diese Artenvielfalt zu fördern? Nein, also man muss ja davon ausgehen, die Wissenschaft sagt, wir brauchen etwa ein Drittel der Landesfläche, die naturverträglich genutzt wird oder
gestaltet wird. Und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, ein Drittel Naturschutzgebiet Kanton Bern funktioniert nicht. Also Naturschutzgebiet ist eine Möglichkeit, aber es gibt dann Vertragsnaturschutz mit der Landwirtschaft zum Beispiel, wo ein anderes wichtiges Instrument ist. Dort fließen bei uns jetzt die meisten Mittel rein. Aber auch Grünplanungen, Renaturierungen, Natur in der Stadt ist eine wichtige Geschichte. Also wenn ich dort an die Mülliinsel jetzt zu Biel denke, wo man Hochwasserschutz, Renaturierung und Naherholung auf eine sehr gelungene Art kombiniert hat, um die Leute auch während Corona-Zeiten quasi nicht in das Naturschutzgebiet hineinzufliessen, dann finde ich das eine gute Sache. Danke vielmals für das Gespräch, Urs Känzig. Ja, und genau auf der Mülliinsel sind wir morgen zu Gast. Wir schauen nämlich anhand vom Parc de la Suisse, wie man in einem urbanen Umfeld Biodiversität und die Artenvielfalt fördern. Schön sind Sie auch morgen wieder mit dabei. Das war es mit dem heutigen Infoete. Ade miteinander.